Einen wunderschönen guten Tag, Überlebende. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir sind wieder zurück auf der Sevastopol-Station, nachdem letztes Mal die Anisidora in die Luft geflogen ist und wir jetzt die Torrens kontaktieren müssen. Wir haben Gesellschaft. Auf das wir hoffentlich hier rauskommen. Das ist gerade aufgetaucht, bewaffnet, nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrens. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Seht das? Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Ah, da hocken die. Dann nehmen wir mal die Abkürzung, würde ich sagen. Ah, guck mal, da komme ich direkt in den Raum hier. Komme ich denn hier raus? So. Tagebucheintrag 340. Okay, ich muss mich ruhig verhalten. Ich habe ein kleines Versteck im Raumfahrtterminal gefunden. Nicht unbedingt komfortabel, aber gemütlich genug. Ich habe eine Tasche mit dem Nötigsten gepackt und ein paar Sachen unterwegs aufgesammelt und aufgepasst, dass mich niemand sieht. Zu viele Leute mit Waffen auf Sevastopol, die auf alles sofort schießen. Ich habe auch eine, aber ich bin wenigstens nicht verrückt. Hier ist es immerhin abgeschieden und ich bin im Terminal. Wenn also tatsächlich irgendwann ein Schiff ankommt, habe ich eine... Ah, so sieht die Tür aus, wenn man sie quasi von der anderen Seite öffnet, wenn man die aufschweißt. Sieht, ne? Gleiche Tür. Nice. Noch jemand? Den jemand... Schneider. Ja, ich versuche die möglichst zu umgehen, deswegen Ionenschneidern wir uns mal einfach hier durch. Ich hoffe mal, das klappt. Halt. Oder was? Weg mit Ihnen! Machen Sie uns das Leben nicht schwer. Sie glauben, ich bluffe. Ich werde es tun. Ich hab das. Junge, ich kann mich nicht wehren. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Das ist frech. Ich war doch gerade am Ionenschneidern. Gott. Hier verschlossen. Na, ist egal. Oder muss ich da irgendwie rein? Ne? Orbitalstabilisatoren auf 80% und fallend. Und fallend? Weiß nicht, ich würde das mal so lassen. Okay. Ja, was?
kommt wer. Mach einfach kehrt. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung. Ah, scheiße. Ich habe den Türzugriff gewählt. Ist die Tür jetzt offen, oder? Da kommt er wieder. Terminal zugreifen. Ah. Das sind zwei von denen. Was haben wir denn hier noch? Okay, keine Zeit, das zu lesen. Die ganze Zeit Leute irgendwie unterwegs, das macht mich ziemlich nervös. Was war das? Ach, die haben den Androiden erschossen, oder? Oder hat der Android ihn umgebracht? Ich hab nichts getan. Bin unschuldig. Hier ist lauter Zeug noch. Taschenlampenbatterie, das kann ich wechseln. So. Elektroschock habe ich zwei Stück, aber das hilft bei denen mit diesen Gummianzügen halt nicht. MP-Mine. Geräuschmacher wird noch gehen. Auch ganz nützlich. Okay, Medikit. Für den Fall der Fälle. Gut. Jetzt gemurkst. Muss halt da durch, ne? Oder kann ich auch hier oben lang? Was für ein Geräusch? Achso, ich glaube, da buggt wieder. Ich glaube, die Leiche ist verbuggt. Ich glaube, die sind wirklich alle tot. Ich bin gar nicht da. Vielleicht hat die Leiche noch was. Ich will noch looten. Nichts geht über looten. Vor allem, wenn es um Munition geht. Die ich gut gebrauchen kann im Kampf gegen die Androiden. Weil im Gegensatz zum Xenomorph kann ich die Androiden töten. Auch noch Loot. Aber Fall. Okay, rein da. Blättern.
nicht her, seit ich zuletzt geschlafen habe. Okay, jetzt verstecken wir uns mal kurz, bis er weg ist. Weil die gehen alle ihre festen Routen ab. Das irgendwie zu managen, ist relativ easy. Weil ich glaube, ich muss da hoch, genau. In dem Raum kann ich noch speichern, deswegen warte ich gleich, bis er dann wieder hier den Gang runterläuft. Hat er gerade auf den Boden gerotzt? Bäh. Und dann gehe ich nochmal zurück, speichern und dann müssen wir hoch. Weil ihn jetzt einfach zu töten, das ist einfach Munitionsverschwendung. Das. Nee. Das sehe ich nicht. Okay. Machen wir hier kurz einen Cut, bis er dann seinen Weg gegangen ist. Bis gleich. Das ist gar nicht ein Gerät zum Speichern, aber ich habe es irgendwo gehört. Naja. Geht da halt darum. Wie gesagt, falls er mir dumm kommt, baller ich ihn über den Haufen. Aber irgendwo hatte ich es gehört, das Geräusch zum Speichern. Das ist wahrscheinlich weiter oben. Und fallend. Jetzt kann ich mich, glaube ich, wieder normal bewegen. Ah, hier ist es. Okay, perfekt. Irgendwer muss doch wissen, was hier los ist. Hm? Fußspuren? Okay, fast da. Hier ist halt mehr als. Hier ist einfach mehr als alles nur kaputt, sondern alles kaputt, infiziert, gefährlich. Sevastopol ist ein einziges. Ist ein einziges Überlebenscamp hier. Muss ich da rein? Ist ja irgendwie runter. Ricardo müsste eigentlich dann hier sein. Was war das? Bindemittel, okay. Wofür brauche ich Bindemittel? Weiß gerade nicht. Ich will eine Rohrbombe herstellen. Das braucht ziemlich viel Zeugs. Nehme ich gerade mal. Und stark ist die auch. Aber Bindemittel verbraucht das Ding nicht. Bindemittel. Ah, hier. Nehmen wir noch Medikits. Was soll's? Man weiß nie, wann man es braucht. Nutzen. Ja, wozu? Ripley. Alles klar? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Alles klar. Danke, Brudi. Nice. Okay. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Das müsste dann ein Fahrstuhl sein, ja. Gut.
Ich hoffe mal sehr, dass wir einen Funkspruch absetzen können. Dass wir damit ihnen kommunizieren können. Hier waren wir ja schon mal. Wir waren lauter Androiden. Ich hoffe mal, sie sind weg. Gespeichert haben wir schon mal. Das ist viel wert. Wir verschlossen. Da vorne eine riesige Satellitenschüssel. Meere. Wo muss ich denn hin? Links. Okay. Ich sneak mich mal hier so ein bisschen vorbei. Was klappt das ja? Ist das hier richtig? Ja. Oh. Da kann ich mich durchschmeißen. Let's go. Wollt ihr ein Best of Türenschweißen sehen? Schreibt es in die Kommentare. Kann ich euch ein richtig geiles Video zusammenschnippeln. Wie oft man in diesem Spiel hier Türen aufschweißen muss. Das hat ein bisschen was von Wolfenstein mit diesem... Da gab es auch irgendwie so ein Schweißgerät, ne? Da musste man etliche Türen aufschweißen oder irgendwelche Kisten, um an Munition oder Rüstung zu kommen. Das war ein Spaß. Die Waffe war schon relativ stark, aber war immer so schnell leer. Sind wir richtig? Weiß nicht. Finden Sie das Observatorium der Sevastopol? Ach, hier hoch. Hab die Leiter nicht gesehen. Also grau in grau. Ah, guck an. Oh, das sind schon ein paar Satellitenschüsseln. Damit sollten wir ein ordentliches Signal hinkriegen. Hoffentlich. Da liegt noch was. Oh, eine Kassette. Was? Tasten bewegen? Eingabe drücken. So. Es auftaucht. Bell. Das sind die gleichen. Damn. Bell. Okay. Was sind die Beeinstimmen oder was? Ah, das fährt nach oben. Okay, interessant. Boah, guckt euch die Aussicht an. Wahnsinn. Es ist sehr geil. Find's super. Weltraumscan einleiten. Hey, jetzt müssen wir das wieder ausrichten. Hier, der gerät. Oh, endlich. Ich habe sie gefunden, Ricardo. Ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Wie nach draußen? Wohin denn? Ich will ja nicht raus. Oh, scheiße. Da runter, oder was? Haben wir überhaupt einen Raumanzug? Oh, scheiße. Na, das wird ein Spaß. Okay. Speichern wäre cool. Obwohl, ich habe ja eben schon gespeichert, als ich reinkam, glaube ich.
Ah, das passt schon. Ich nur... Ich kann den Eingang zur Luft gucken, lass mich... Entsperren. Einen Moment. Ja, ja. Ah, perfekt. Da, ich hab's. Nice. Cool gemacht. Danke. Ja, wieder was piepen. Ist wahrscheinlich oben. Oder unten. Ich weiß ja nie, wo der Aufzug hinfährt. Das sieht man nicht. Hoch, runter, links, rechts. Überall. Kurz dieser Aufzug. Ah ja, hier haben wir einen Anzug. Nice. Da hängt noch was. Haben will. Lass mich raus. So, einsammeln. Dann speichern wir gerade. So. Gut. Noch was hier? Nö. Wir brauchen erstmal einen Anzug. Also, let's go. Umziehen. Okay, wir sind ready. Haben jetzt aber nur noch eine Laufgeschwindigkeit. Tür verschlossen. Tür offen. Wir können, während wir auch laufen, also im Anzug, können wir uns nicht wehren. Also ich kann keine Aktion ausführen auf Q oder irgendwas auswählen. Ist das Schrott, der mir entgegenkommt? Das ist das Geräusch hier, das wir hören. Ja. Irgendwie Weltraumschrott. Sieht so ein bisschen. Hoffentlich hält der Anzug das aus. Weil ich kann ja nicht rennen. Die Sonne. Sehr geil. Netter Lensflare-Effekt, ne, wenn man sich hier so die Sonne anguckt und dann... Okay, ich irgendwas drücke. Das hier. Nee. Was ist ein Terminal denn? Ich sehe noch keins. Das ist kein Terminal. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier runter und dann da rein. Weil er mir die komplette Station einmal gesehen, was sie zu bieten hat. Ich muss sagen, das Essen ist schlecht. Die Gesellschaft der anderen mehr als mangelhaft. Und das Alien ist zum Kotzen. Ey, was passiert jetzt hier? Notfallklemme entriegeln. Klemmfreigabe aktivieren. Okay, kann ich jetzt irgendwas tun hier? Ah, hier. Okay, das hat geklappt, hoffe ich.
so rumpelt und rumst. Alles auf grün. Richten die sich jetzt aus oder was passiert hier gerade? Ich kann das so schwer sehen von hier. Kann gut sein. I'm not sure. Und jetzt? Achso, die Koordinaten. Also ich musste das erstmal aktivieren, damit ich überhaupt erst die Koordinaten eingeben kann. Weil vorher ist er nicht. Ist hier richtig? Ich glaube schon. Dann gibt es hier ein Terminal. Das ist da vorne, oder was? Kann ich das jetzt nutzen? Yeah. Muss ich auch auf 10 Grad oder was? Geht gar nicht. Was denn ich? Es tut sich nichts. Hä? Okay. Ich werde das Offscreen machen, bis gleich. 35 war es auf dem Monitor stets. Jetzt 75. Warum sagt mir mein Gefühl, dass wir das mit den anderen vielleicht auch machen müssen? Weil das ist ja noch so ein Ding. Torrance! Torrance, hier spricht Ripley auf der Station! Können Sie mich hören, Relaine? Ripley, was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrance! Hier läuft ein Alien herum! Es ist tödlich! Sie müssen uns hier sofort rausholen! Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen! Bitte, Relaine! Wir können nirgendwo anders. Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von Ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Ermöglichen Sie der Torrance das Andocken. Alles klar. Jetzt wieder zurück. Was hat die Map? Ja. Okay, den kleinen Weltraumspaziergang machen wir noch zusammen in dieser Folge, auch wenn die dadurch jetzt nochmal einen Ticken länger wird, aber ich würde gerne dann zurück und kurz speichern und dann beenden wir die Folge. Aber wir haben zumindest Kontakt aufgenommen, das ist schon mal viel wert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass die Torrance hier sicher andocken kann, dass wir eine Möglichkeit bekommen, ins Schiff
zu kommen und dann zu verschwinden. Und hoffentlich schafft das nicht ein Alien zufällig auf die Torrents. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr schlecht. Ah, ich freue mich jetzt schon auf die DLCs zu diesem Spiel. Das wird garantiert super. Vor allem der DLC Besatzung ersetzbar, wo man halt mit Ellen Ripley spielt, also unserer allseits bekannten Heldin aus dem Alien-Franchise. Ja, und bei euch so? Ja, ich habe halt nur eine Laufgeschwindigkeit in diesem Anzug. Es geht leider nicht anders. Ich muss, langsam hier durchtrotten, aber es ist gleich geschafft. Gleich sind wir da. Und so hat man nochmal einen schönen Blick auf die Sevastopol-Station von außen. Ne? Das ist auch nicht so ein Anblick, den man alle Tage kriegt, weil wir sehen die ganze Zeit nur die Station von innen. Die gleichen Türen, die gleichen Schränke, alles gleich. So. Druckausgleich und dann können wir rein. Weil hier drin war ja ein Speicherding, sie. Da können wir dann direkt speichern. Wunderbar. So, jetzt aber raus hier. Okay. Zack. Alles klar, liebe Crew. Dann war's das erstmal von mir und dieser Episode von Alien Isolation. Aber das nächste Mal geht es dann weiter hier auf der Sevastopol-Station. Wir haben Kontakt aufgenommen. Wir sind bereit, von hier zu verschwinden. Ob das gelingen wird oder ob wir vielleicht nochmal mit dem Alien zu tun bekommen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Alien Isolation. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.